Ja, herzlich willkommen zur dritten Einheit von unserer RIM-Vorlesung. Schön, dass Sie sich alle eingefunden haben. Heute wird der Termin von Lukas Morscher und mir bestritten. Der Gruppner kann leider nicht anwesend sein. Es geht heute ums engere Thema, um Zwangssterilisierungen, das ja auch wesentlich im Zusammenhang damit steht, dass es überhaupt zu dieser RIM-Vorlesung gekommen ist, wo auch die Stadt Innsbruck Kooperationspartnerin ist. Und dazu wird Lukas einleitend auch noch ein paar Worte sagen. Nehmen und das war die Überleitung. Genau. Ja, danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass hoffentlich wieder viele da sind. Ich wollte noch kurz eben darauf hinweisen, warum entwickelt die Stadt und die Uni oder die Universitäten in diesem Fall so eine gemeinsame Ringvorlesung. Was ist das Interesse der Stadt daran? Natürlich, es ist bekannt, das Problem des Straßennamens, das haben wir schon länger mal breite auch diskutiert und wie geht man damit um. Aber das ist auch gleichzeitig unser Interesse, warum wir das als möglichst öffentlichen und, sagen wir mal, transparenten, bürgernahen Prozess auch entwickeln wollen, weil es uns auch wichtig ist, die Menschen in der Reichenau, die in der Breitnerstraße oder auch alle anderen natürlich mitzunehmen, auch in den Prozess, als offenen Prozess einzubinden. Und um das möglich zu machen, braucht man zuerst diese Information. Und diese Information kann nicht profunder und besser sein als in Form dieser von Spezialistinnen und Spezialisten gehaltenen Ringvorlesung. Das ist der Stadt ein wichtiges Element, auch diese Transparenz mit einem offenen einem Prozess, mit einem offenen Ergebnis zu machen. Und ich finde es persönlich noch sehr, sehr spannend, dass Historiker, Historikerinnen, Mediziner, Medizinerinnen aus verschiedenen, auch da in verschiedenen Fachbereichen gemeinsam sich einem sehr komplexen, sehr schwierigen Thema nähern. Und dann gibt es einen Wissensbasis, einen Wissensteich, in den dann jeder hineinspringen kann und herumbaddeln und sich ein Bild machen. Und das ist der Stadt wichtig, das ist uns als Stadthistorikern wichtig. Aber es ist auch, das spielt für mich auch noch eine gewisse bedeutende Rolle, eine interessante weitere Brücke zur Universität. Also doch ein ganz wichtiger Partner, wissenschaftlicher Partner für die Stadt. Und trotzdem versuchen wir so ein bisschen den Dreisprung von der Universität über die Stadt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen. Und deswegen versuchen wir dieses Projekt auch, wir werden sehen, ob es geht, auch in den Stadtteil noch hinauszutragen. Das arbeiten wir gerade daran, dass man vor Ort vielleicht eine Veranstaltung noch machen. Und schlussendlich ist ja auch die Abschlussveranstaltung als öffentliche Diskussion konzipiert, um auch dieses kompakte Wissen möglichst noch einmal an die Bevölkerung, die es ja auch betrifft, wenn man in der Burkhard-Breitner-Straße wohnt zum Beispiel, sich einfach noch ein ganz großes, abgerundetes Bild machen kann. Das ist unser Interesse. Dafür sind wir auch der Universität sehr, sehr dankbar, dass wir da das Wissen beider Universitäten in dem Fall anzapfen dürfen. Und jetzt bitte ich die INA um das, und das waren jetzt mehr wie zwei Sätze, es tut mir leid. Danke. Ja, vielen Dank, Lukas. Genau, ich möchte einleitend auch ein paar Worte dazu sagen, wie es überhaupt zu diesem Forschungsprojekt gekommen ist, wie die weiteren Entwicklungen damit zusammenhängen. Und Sie sehen hier schon auf der ersten Seite der Folie, das ist ein Forschungsprojekt, das sich mit den sogenannten Unfruchtbarmachungen und freiwilligen Entmannungen, wie es zeitgenössisch genannt wurde, beschäftigt hat, von unterschiedlichen Stellen gefördert worden ist. An erster Stelle ist die Universität Innsbruck genannt, also das Projekt ist am Institut für Zeitgeschichte unter der Leitung von Dirk Rupnow von mir durchgeführt worden und ist aus dem Kontext des Universitätsjubiläums entstanden, also im Rahmen des 350-Jahr-Jubiläums, das dann letztlich 2019 begangen wurde, haben Dirk und ich uns mit der Geschichte der Uni im 20. Jahrhundert beschäftigt
Und sie nimmt im Zuge dessen eben auf diese Kooperationen der Universität, des Wissenschaftsbereichs mit den lokalen Behörden und vor allem Gesundheitsbehörden gestoßen, die einfach noch weiterer Forschungen bedarf haben. Und daraus hat sich dann eben ein Teilprojekt, ein Extraprojekt entwickelt, das sich konkret mit der Involvierung der Universität Innsbruck in die NS-Gesundheitspolitik in Bezug auf Zwangssterilisierungen und Kastrationen beschäftigt hat. Als weitere Fördergeber konnten das Land Tirol, das Land Vorarlberg und auch der Nationalfonds gewonnen werden, die eben diese Forschungen in dieser Form dann auch möglich gemacht haben. Es hat sich nämlich sehr schnell gezeigt, dass das Ganze weitaus umfassender und intensiver war, als zunächst eigentlich von uns gedacht war. Die Fragestellungen haben sich eben konkret auf die Involvierung der Uni Innsbruck in die regionale NS-Gesundheitspolitik bezogen. Es ging darum zu schauen, auf welchen Ebenen, in welchen Bereichen war die Uni überall beteiligt, als gutachtende Institution auch involviert und wie konnte sie selbst auch von diesen Kooperationen, insbesondere mit den regionalen Gesundheitsämtern, für die eigene wissenschaftliche Forschung profitieren. Ohne diese Kooperationen hätte keine der beteiligten Einrichtungen tatsächlich ihr Aufgabengebiet sozusagen erfüllen können. Das heißt, diese Kooperationen, das Berufen aufeinander, das Teilen von Informationen, der Austausch, aber auch eben die gegenseitige Hilfestellung in Form von, wie bereits erwähnt, Gutachtenerstellungen, Auskünften, Verweisen, der Kontaktherstellung, war fruchtvoll für beide Seiten. Es ging somit auch generell um den Beitrag der Wissenschaften in der regionalen Gesundheitspolitik. Es ging eben um Verbindungen, um Tätigkeitsfelder, aber auch um Handlungsspielräume. Handlungsspielräume nicht nur der Personen, die man in erster Linie als Akteure und Akteurinnen verstehen würde, nämlich eben Angehörige von Ämtern, Behörden, Kliniken der Universität, sondern auch jener, die in der Regel als passiv vielfach gesehen werden, nämlich jenen, die von diesen gesundheitspolitischen Maßnahmen betroffen waren. Die Aktengrundlage war recht vielfältig. Es war glücklicherweise möglich, zum ersten Mal viele Bestände einzusehen, die bisher der Forschung nicht zugänglich waren, und zwar aufgrund ihrer Sensibilität. Also es ist ganz klar, dass es sich um sehr sensible Daten auch handelt, um die es hier geht. Also Anonymisierung und Datenschutz ist hier selbstverständlich. Einerseits konnten Patientinnenakten der chirurgischen und der gynäkologischen Universitätskliniken Innsbruck ausfindig gemacht und eingesehen werden. Andererseits, und das war eine ganz, ganz wichtige Quelle, waren Akten des Reichsstatthalters in Tirol und Vorarlberg. Es ging um die sogenannten Sippenakten, die von den Gesundheitsämtern angelegt wurden und die im Tiroler Landesarchiv sowie auch im Vorarlberger Landesarchiv verwahrt werden. Personalakten von Medizinern, und zwar tatsächlich ausschließlich Männern in diesem Fall, und Nachlässe, wobei der Plural hier ein bisschen übertrieben ist. Es geht primär um den Nachlass von Burkhard Breitner, der zum Teil im Stadtarchiv Salzburg liegt und dort zu einem gewissen Grad, also ein Teil davon ist auch nach meinem letzten Stand noch unerschlossen. Der andere Teil liegt in der Österreichischen Nationalbibliothek. Um jetzt aber in das Thema auch einzusteigen, die NS-Gesundheitspolitik hatte im Prinzip ein allgemeines Ziel. Es ging um die Unterstützung von Personen, die als wertvoll für den Staat angesehen wurden, und als Kehrseite der Medaille um die Ausgrenzung und Verfolgung von Menschen, die als minderwertig betrachtet wurden. Die Formen der Ausgrenzung und Verfolgung waren vielfältig. Einerseits betraf das politische GegnerInnen sowie Personen, die als Juden oder Jüdinnen definiert wurden, unabhängig von der eigenen Selbstverortung.
Es ging aber auch um Personen, die eben in gesundheitspolitischer Hinsicht für den NS-Staat unerwünscht waren. In der Regel betraf dies sogenannte Erbkrankheiten. Es betraf Menschen mit unterschiedlichen realen oder zugeschriebenen Beeinträchtigungen. Und es betraf Menschen, die in sozialer Hinsicht als unerwünscht angesehen wurden. Und soziale Hinsicht bedeutet hier eine Lebensführung, die nicht als gesellschaftskonform eingestuft wurde. Es konnte zum Beispiel wechselnde Arbeitsplätze betreffen. Es konnte ein Privatleben betreffen, also wechselnde SexualpartnerInnen. All das, was eben hinsichtlich der Norm als abweichend betrachtet wurde, und diese Personengruppen waren unterschiedlichen Arten der Verfolgung ausgesetzt. Insbesondere Personen, die in Heil- und Pflegeanstalten lebten, waren auch von der sogenannten Euthanasie betroffen. Das waren Morde an diesen Personen. Der Begriff Euthanasie ist ein reiner Euphemismus, der das verharmlosen soll und nichts mit dem zu tun hat, was wir heute als Sterbehilfe verstehen. Andererseits ging es auch um Internierungen in Konzentrationslagern, um Morde in Vernichtungslagern, aber auch um Unterbringungen in sogenannten Arbeitserziehungslagern. Eine dieser Verfolgungsmaßnahmen war eben die Zwangssterilisierung und die Kastration, die als sogenannte freiwillige Entmannung gesetzlich legitimiert wurde, und die gesetzliche Grundlage stellte das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses dar, das am 4.7.1933 im Deutschen Reich beschlossen worden war und am 1.1. des Folgejahres in Kraft getreten ist. 2 Jahre später wurde das Gesetz erweitert, um einerseits um einen Paragraphen, der nunmehr Schwangerschaftsabbrüche bis zum 6. Monat ermöglichte. Schwangerschaftsabbrüche, die im Zuge einer Zwangssterilisierung durchgeführt wurden, sollten von den betroffenen Frauen freiwillig akzeptiert, wenn nicht gar beantragt werden. In der Regel war die Freiwilligkeit in dieser Form natürlich nicht gegeben. Einerseits gab es Täuschungen seitens der Behörden. Andererseits wurden Frauen auch unter Druck gesetzt, und in anderen Fällen waren zum Beispiel auch Männer, also Ehemänner, an der Entscheidung über diese Schwangerschaftsabbrüche beteiligt. Weiters wurde im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, wie bereits angesprochen, die sogenannte freiwillige Entmannung eingeführt, die homosexuelle Männer betraf und tatsächlich nicht vor einem ebenfalls neu eingerichteten Erbgesundheitsgericht zu verhandeln war. Hier reichte es, dass ein Amtsarzt dem betroffenen Mann bescheinigte, dass er durch eine Entmannung von seinem abartigen Geschlechtstrieb, wie es zeitgenössisch bezeichnet wurde, geheilt werden könnte. Das bedeutet, bezüglich der freiwilligen Entmannung sind auch sehr wenige Dokumentationen, behördliche Dokumentationen vorhanden, da eben keine gerichtliche Anordnung stattgefunden hat. Auch in den Sippenakten finden sich sehr wenig Hinweise darauf. Hinzuzufügen ist, dass das besonders im juristischen Kontext relevant war. Das bedeutet, wenn Männer aufgrund von Homosexualität in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden geraten sind, dann kam es eben oft zu einer freiwilligen Entmannung, die durch die Ausübung von Druck, zum Beispiel im Zuge der Untersuchungshaft, von Befragungen, von Verhören ausgeübt wurde. Wurde die freiwillige Entmannung durchgeführt, galt das zum Beispiel in der Verhandlung als Strafmilderungsgrund. Das heißt, es war ein Mechanismus, mit dem man den Betroffenen auch suggerieren konnte, dass sie einer härteren Strafverfolgung oder noch schlimmerem durch die Einwilligung entgehen konnten. In Österreich wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses mit 1.1.1940 implementiert, und es war schon erwartet worden. Zwangssterilisierungen gesetzlich durchführen zu können, wurden, wie ich bereits ganz kurz angesprochen habe, auch Erbgesundheitsgerichte eingerichtet, die dafür zuständig waren, über die Anordnung zu entscheiden oder diese eben abzulehnen. Die Erbgesundheitsgerichte waren den lokalen Amtsgerichten angegliedert, und es gab eine Berufungsmöglichkeit bis 1944.
Da wurde es dann abgeschafft aufgrund der Kriegsentwicklungen, nämlich das Erbgesundheitsobergericht, das dem jeweiligen Oberlandesgericht angegliedert war. Für den GAU Tirol-Vorarlberg bedeutet das, dass ein Erbgesundheitsgericht am Amtsgericht Innsbruck existiert hat und für Vorarlberg gab es eins am Amtsgericht Feldkirch. Der jeweilige Amtsgerichtsleiter war der Vorsitzende auch des Erbgesundheitsgerichts und ihm zur Seite standen zwei ärztliche Beisitzer, von denen hatte einer ein beamteter Arzt zu sein, also ein Amtsarzt und der andere ein nicht beamteter Arzt, der allerdings in der Erb- und Rassenpflege bewandert sein sollte. Die sogenannten Erbkrankheiten, wie sie im Gesetz definiert waren, sehen Sie hier. Da ich vermute, dass Sie das aufgrund der Bildschirmgröße nicht so gut lesen können, werde ich die angeführten Zustände bzw. Erkrankungen kurz vorlesen. Es handelt sich um angeborenen Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres, in Klammer manisch-depressives Irrsein, erbliche Fallsucht, erblichen Veitstanz, in Klammer Huntington'sche Chorea, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit und schwere erbliche körperliche Missbildung. Angefügt darunter steht auch noch als Zwangssterilisierungsgrund schwerer Alkoholismus. Das war tatsächlich der Grund, der in den lokalen, also in den Tiroler und Vorarlberger Akten am seltensten vorgekommen ist, nämlich nur 2 oder 3 Mal. Am häufigsten war tatsächlich der angeborene Schwachsinn, aber auch die Schizophrenie. Der angeborene Schwachsinn ist auch jener Punkt, über den man ein bisschen länger sprechen muss. Angeborener Schwachsinn bot nämlich sehr viel Handlungsspielraum, und zwar Handlungsspielraum den beurteilenden Personen. Wurde eine Person wegen angeborenem Schwachsinn nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses namhaft gemacht, dann hatte sie sich unter anderem einer Intelligenzprüfung im lokalen Gesundheitsamt zu unterziehen. Im Zuge dessen wurden der betroffenen Person Fragen gestellt und abschließend ein Urteil festgehalten. Diese Fragen sollten natürlich nicht reines Schulwissen abfragen, sondern das sogenannte Lebenswissen beurteilen. Es sind aber Akten überliefert, die sehr deutlich zeigen, wie in der Realität eine Diagnose konstruiert werden konnte. Das bedeutet, einer Frau zum Beispiel wurden die üblichen paar Fragen gestellt und die konnte sie korrekt beantworten. Da das aber offenbar die fragende Person, also den fragenden Arzt oder Ärztin, nicht zufriedenstellte, wurde immer weiter gefragt und zwar so lange, bis eben diese Frau auch keine Antworten mehr geben konnte und ihr wurde daraufhin angeborener Schwachsinn attestiert. Und das zeigt eben sehr deutlich, welchen Spielraum es da gab, eine Diagnose auch zu konstruieren tatsächlich. Ich möchte nun zunächst ganz kurz auf die Vorgeschichte eingehen. Also der Wunsch, die Bevölkerungsentwicklungen regulieren zu können, hat natürlich bereits vor 1933 bzw. 38/40 in der sogenannten Ostmark dann schon existiert. Also in den 20er Jahren gab es im deutschsprachigen Raum ebenfalls Bestrebungen zu Sterilisierungen oder Zwangssterilisierungen. Die sogenannte Kosten-Nutzen-Rechnung, was Unterstützungsleistungen und Versorgungsleistungen an Personen, die solcher bedurften, betraf, wurde in einem durchaus auch wissenschaftlichen Diskurs geführt. Und es gab die sogenannte positive und die negative Eugenik. Während bei der positiven Eugenik darauf abgezielt wurde, die Fortpflanzung jener Personen auch zu fördern, die als wünschenswert galt, ging es bei der negativen Eugenik eben um die aktive Verhinderung dieser Fortpflanzungen. Es gab aber für Zwangseingriffe vor der Einführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses weder im Deutschen Reich noch in Österreich eine gesetzliche Basis. In Deutschland gab es zunächst 1932 einen Gesetzesentwurf, der aber noch nicht umgesetzt wurde. Erst im Folgejahr wurde eben das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses entwickelt. Der Wunsch nach der Regelung der Reproduktionsmöglichkeiten von Individuen, nämlich zugunsten des Staates,
des Volksganzen, also hier ist natürlich auch das Schlagwort des Volkskörpers zu erwähnen, war durchaus präsent und in vielen Bereichen vorhanden. Und mit vielen Bereichen meine ich eben Fürsorgebereiche, also die sozialen Bereiche, natürlich die medizinischen Bereiche, aber auch die juristischen Bereiche. Und die Auseinandersetzung mit Eugenik, eben mit dem Wunsch nach den, wie das Wort Eugenik sagt, guten Genen, die war durchaus parteiübergreifend vorhanden. Also es gab nicht das eine Parteiprogramm einer Partei, das derartige Bestrebungen verfolgte, sondern es war durch die politischen Lager hinweg immer wieder Thema. Wichtig ist auch, und zwar gleich vorab zu erwähnen, dass nach 1945 Zwangssterilisierungen in Österreich wieder illegal waren. Das bedeutet noch, im Frühjahr 1945 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses als NS-Gesetz außer Kraft gesetzt. Und das ist insbesondere dahingehend wichtig, dass, worauf ich später noch zu sprechen kommen werde, die Betroffenen dieser Zwangsmaßnahmen erst sehr spät, nämlich 1995 bzw. 2005, als Opfer der NS-Verfolgung anerkannt wurden. Es ist aber festzuhalten, dass Zwangssterilisationen in Österreich tatsächlich nur während 1940 und 1945 legal waren. Natürlich gab es auch in der Nachkriegszeit gewisse Szenarien und Situationen, wo Sterilisationen von Personen durchgeführt wurden, die keinesfalls mit Zwangssterilisationen der NS-Zeit zu vergleichen sind, aber dennoch einen gewissen Zwangscharakter auch aufwiesen. Einerseits betraf es den Neuropädiater Andreas Rett, der Sterilisierungen von jungen Frauen mit Beeinträchtigungen befürwortete und in diesem Sinn auch Eltern von Patientinnen beraten hat, also hat auch in diesem Sinn publiziert. Und das ist natürlich nicht als Zwangsmaßnahme im eigentlichen Sinn zu verstehen, aber die Propagierung dieser möglichst sicheren Verhütung einer Fortpflanzung von Personen mit Behinderung ist trotzdem in diesem Kontext zu erwähnen. Auch Transpersonen hatten sich in Österreich bis 2011 einer Sterilisation im Zuge der geschlechtsangleichenden Operation zur offiziellen Änderung des Personenstandes zu unterziehen, was ebenfalls natürlich nicht mit NS-Zwangssterilisationen gleichzusetzen ist. Nichtsdestotrotz ist es hier eine Situation, die eine Bedingung beinhaltet. Also wenn, dann. Das bedeutet, dass auch hier eine Art von Zwangscharakter natürlich vorhanden war. Es betraf aber natürlich nicht nur Österreich und Deutschland. Ich habe nur zwei Beispiele angeführt, obwohl es international viele, viele vergleichbare Beispiele gibt, auch in den USA. Aber in der Schweiz zum Beispiel wurden bis 1985 Sterilisationen im Fürsorgekontext durchgeführt, natürlich mit kantonalen Unterschieden. Betroffen waren primär junge Frauen, also alleinstehende, ledige Frauen aus den sozialen unteren Schichten. Und Schweden ist ein ganz spannendes Beispiel, wo bis 1976 ca. 63.000 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sterilisiert wurden. Und ich habe hier angegeben, ein Drittel circa unter Zwang. Ich habe das so angeführt, weil das bei Internetrecherchen einfach oft in dieser Form wiedergegeben ist. Und ich finde das ein ganz wichtiges Beispiel dafür, wie aufmerksam man auch auf diese Ausdrucksweisen, also zeitgenössisch jetzt, sein muss, da natürlich gleich die Frage gestellt werden muss, was bedeutet ein Drittel circa unter Zwang, was war mit den anderen zwei Dritteln, wie kam es hier dazu, wie wurden Menschen beraten, aufgeklärt, beeinflusst, wie ist mit ihnen umgegangen worden, wieso kann man in diesem Kontext sagen, dass ein Drittel circa unter Zwang sterilisiert wurde und zwei Drittel nicht, beziehungsweise auch nicht erwähnen, weshalb angegeben wird, zwei Drittel wurden nicht unter Zwang sterilisiert. Das nur kurz dazu. Kommen wir wieder zum engeren Thema.
Wie haben diese Abläufe nun eigentlich ausgesehen? Wie kam es zu einer Verhandlung vor dem Erbgesundheitsgericht? Am Anfang stand die Erfassung. Das bedeutet, es wurde eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt gerichtet, und zwar durch Ärzte oder Ärztinnen, durch Institutionen wie Heil- und Pflegeanstalten, Erziehungsanstalten, Krankenhäuser, also Kliniken, aber auch Privatpersonen und Personen in Funktionen. Ich denke hier an ein Beispiel, wo eine Meldung zum Beispiel von einem Bürgermeister durchgeführt worden ist. Besonders standen Personen, die bereits vorher im Fokus von Fürsorge und oder Gesundheitsinstitutionen standen oder auch Gefängnisinsassen und Insassinnen im Fokus der gesundheitlichen Überwachung und der Meldung nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, ebenso wie Patienten und Patientinnen in ärztlicher oder klinischer Behandlung. Gesundheitspersonal war zu diesen Meldungen verpflichtet, und es gab auch die Anweisungen, in Frage kommende Personen, also solche mit angeblichen Erbkrankheiten, unabhängig von Alter oder realer, wie es zeitgenössisch bezeichnet wurde, Fortpflanzungsgefahr zu melden, da eben die Evidenzhaltung wichtig war und dann in einem zweiten Schritt, also später, entschieden wurde, ob diese Personen weiter zu verfolgen waren oder nicht. Und so kam es dazu, dass auch Kinder unter 10 Jahren nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gemeldet wurden. Und das hatte natürlich einerseits den Sinn, diese Kinder im Auge zu behalten, aber es ging dann natürlich auch weiter um Familiennachforschungen. In einem ersten Schritt wurden dann über die Gemeldeten, über Betroffene, der sogenannte Sippenbogen angelegt. In einem zweiten Schritt kam es zur Untersuchung im zuständigen Gesundheitsamt, und die Beurteilung war dann eben ausschlaggebend über das weitere Vorgehen, über eine mögliche Verfahrenseinleitung. Die Gesundheitsämter hatten mehrere Möglichkeiten. Sie konnten Gutachten in Auftrag geben, wenn sie selbst eben nicht sicher waren, ob nach den Vorgaben des Gesetzes eine behauptete Erbkrankheit, eine angebliche Erbkrankheit vorliegen würde. Sie konnten weitere Untersuchungen selbst durchführen, und zur Anlegung der Sippenbögen wurden auch ganz viele zusätzliche Informationen eingeholt. Das bedeutet, es wurden Nachfragen gestellt bei Ortsbehörden, bei ArbeitgeberInnen, bei ehemaligen Schulen der Betroffenen, wo auch um die Zeugnisse angefragt wurde, natürlich bei der Polizei, also es ging um Strafregisterauszüge, um eben mögliche Vorstrafen, und bei Ärzten und Ärztinnen. Das bedeutet, es wurde hier eine sehr umfassende Dokumentation über die Betroffenen angelegt und natürlich auch deren Familienverhältnisse, deren Verwandte sozusagen überprüft. Eine weitere Möglichkeit, wie es zu einer Aufmerksamkeit durch die Behörden kommen konnte, war zum Beispiel im Zuge der Ehetauglichkeitsuntersuchungen, die im Vorfeld einer beabsichtigten Eheschließung durchzuführen waren. Und bei Verweigerung einer Eheerlaubnis konnte eben keine Hochzeit stattfinden. Und war dies der Fall, dann wurde eben teilweise ein Erbgesundheitsgerichtsverfahren sozusagen in Gang gesetzt. War diese Überprüfung abgeschlossen und waren Amtsärzte und Amtsärztinnen zu dem Schluss gekommen, dass ein Erbgesundheitsgerichtsverfahren durchgeführt werden sollte, dass eine Zwangssterilisierung angezeigt wäre, wurden die Anträge dem Gauleiter vorgelegt und genehmigte dieser sie, dann wurden sie an das Erbgesundheitsgericht weitergeleitet. Und Sie sehen hier nochmal kurz aufgestellt, wie eben diese Zuspitzung quasi zu sehen ist. Also in erster Instanz gab es eben Behörden, Institutionen, Personen, die Meldungen durchgeführt haben. Das ging dann an die Gesundheitsämter, und die haben alles Weitere im Prinzip gemanagt und veranlasst. Teilweise wurden hier Gutachter und Gutachterinnen bestellt, teilweise aber auch erst im Zuge der Erbgesundheitsgerichtsverhandlungen. Die Gauleitergenehmigung, die einzuholen war, war ein Spezifikum in Österreich. In Deutschland waren Gauleitergenehmigungen nur in jenen Erbgesundheitsgerichtsverhandlungen
Gerichtsverfahren einzuholen, die NSDAP-Mitglieder betrafen, in der sogenannten Ostmark, allerdings in sämtlichen Erbgesundheitsgerichtsverfahren, und zwar mit der Argumentation, dass es sich um ein NS-Gesetz handle und deshalb auch quasi ein NS-Funktionär involviert sein sollte. Die Erbgesundheitsgerichtsverhandlung fand, wie gesagt, am lokalen Erbgesundheitsgericht statt. Die Betroffenen hatten persönlich zu erscheinen. Im Zuge der Ansetzung der Verhandlung haben sie eine Ladung erhalten. Ebenso die ärztlichen Beisitzer, übrigens ausschließlich Männer, die auch Akten zur Einsichtnahme und Vorbereitung auf die Verhandlungen erhalten haben. Diese Ladungen wirken auf den ersten Blick gar nicht wie eine besonders aussagekräftige Quelle, wird doch lediglich eine Person zu einer Verhandlung geladen. Da sie aber recht dicht teilweise vorhanden sind, lässt sich daraus auch rekonstruieren, wie viel Zeit für diese Verhandlungen eigentlich angesetzt wurde. Und das war in Tirol durchschnittlich 15 bis 30 Minuten pro Person für eine Verhandlung, in der darüber entschieden wurde, ob eine Person in ihrem zukünftigen Leben Kinder bekommen durfte oder eben nicht mehr konnte. Bei dieser Verhandlung hatten die Betroffenen, wie bereits erwähnt, persönlich zu erscheinen. Sie konnten, falls sie es sich leisten konnten, einen Rechtsbeistand hinzuziehen. Standen sie unter Vormundschaft, dann war der Vormund als Begleitung ebenfalls geladen und hatte zu erscheinen. In mündlicher Verhandlung wurde dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossen, ob es zu einer Zwangssterilisierung kommen soll oder nicht. Die Betroffenen wurden auch befragt von den Angehörigen des Erbgesundheitsgerichts und diese haben sich dann mündlich beraten und das Urteil gefällt. Und dieses ist dann auch schriftlich ausgefertigt worden und Sie sehen oben, wie es in der Regel angefangen hat, nämlich mit den Worten im Namen des deutschen Volkes. Und Sie sehen auch hier, das Amt als Erbgesundheitsgericht Feldkirch hat durch den Vorsitzenden und die Beisitzer in der Erbgesundheitssache des Betreffenden in nicht öffentlicher Verhandlung entschieden. Erstens, dem Antrag wird stattgegeben, der Betroffene ist unfruchtbar zu machen, die Kosten trägt die Staatskasse. Hier möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass auch freiwillige Anträge möglich waren. Ein solcher Antrag ist mir in Akten des Innsbrucker Stadtarchivs untergekommen, wo ein Mann direkt noch im Jänner 1940 ein Schreiben an den zuständigen Amtsarzt gerichtet und um seine Sterilisierung nach dem GZVN gebeten hat. In der Regel zeigt sich aber gerade durch diese Erbgesundheitsgerichtsbeschlüsse, dass auch wenn Freiwilligkeit bei diesen Anträgen angegeben wurde, die Betroffenen in den Verhandlungen selbst oft eben kundtaten, dass sie mit den Eingriffen nicht einverstanden waren. Mitunter wurde auch festgehalten, dass sie sich nicht einsichtig zeigen würden. Und das illustriert sehr deutlich, dass auch diese Zwangseingriffe eben keinen freiwilligen Charakter hatten. Auf dem unteren Bild, ich hoffe, Sie können es zumindest erahnen, sehen Sie, wie danach vorgegangen wurde. 2 Wochen hat die Rekursfrist betragen, während derer eben ein schriftlicher Einspruch an das Erbgesundheitsobergericht in Innsbruck gerichtet werden konnte. Erfolgte ein solcher Einspruch nicht, ist das Urteil in Rechtskraft erwachsen. War das geschehen, dann ging es eben an die Durchführung und ich habe hier Freiwilligkeit gegenüber Zwang angeführt und mit Freiwilligkeit meine ich hier, dass sich Betroffene der verordneten Zwangssterilisierung gefügt haben, nicht, dass sie tatsächlich diese freiwillig auf sich genommen haben. Diese Mitteilung wurde an die Betroffenen gerichtet, eben dass der Beschluss mit dem Datum eben rechtskräftig wäre und mit der Klinik, in die sich eben die Betroffenen zur Durchführung des Zwangseingriffes begeben zu hatten. Wichtig ist auch, was ebenfalls hier festgehalten wurde, nämlich, ich zitiere,
bemerkt wird, dass der Eingriff auch gegen ihren Willen vorgenommen werden wird. Ist bei Ablauf der Frist der Eingriff noch nicht erfolgt, so ist der Eingriff mit Hilfe der Polizeibehörde nötigenfalls unter Anwendung unmittelbaren Zwangs in der von mir bezeichneten Anstalt auszuführen. Wenn Sie sich auf Ihre eigenen Kosten in eine geschlossene Anstalt, Klammer, Heil- oder Pflegeanstalt aufnehmen lassen, die volle Gewähr dafür bietet, dass die Fortpflanzung unterbleibt, wird das Erbgesundheitsgericht auf Ihren Antrag anordnen, dass die Vornahme des Eingriffs so lange ausgesetzt wird, als Sie sich in der Anstalt befinden. Dieser Eintritt in eine Anstalt müsste ebenfalls innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Und dieses Schriftstück war auch bei Eintritt in das Krankenhaus vorzulegen und mit dem Erbgesundheitsgericht Beschluss eben der Klinik auszuhändigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn bevor ich darauf zu sprechen komme, also aufgrund der Erwähnung der Anstalt, wollte ich hier auch gleich sagen, dass es in den nächsten Wochen ja auch einen Vortrag von Oliver Seifert geben wird, der sich konkret mit den Patienten und Patientinnen der Heil- und Pflegeanstalt Hall in Tirol im Nationalsozialismus auseinandersetzt und sich eben auch mit Zwangseingriffen beschäftigt. Und der Anstaltsaufenthalt ist natürlich so eine Sache, wo es auch darum geht, wer trägt wie die Kosten und so weiter, aber das nur vielleicht als kleiner Teaser. Die Durchführung der Eingriffe wurde durch die sogenannten ermächtigten Ärzte, das ist ein zeitgenössischer Ausdruck, durchgeführt. Einerseits handelte es sich dabei um Privatchirurgen, andererseits aber um Klinikvorstände, sowohl natürlich in Tirol wie auch in Vorarlberg. Die Innsbrucker Universitätsklinik war als solche natürlich beteiligt mit den Klinikvorständen, Burkhard Breitner als Vorstand der Innsbrucker Chirurgie und Siegfried Tapfer zunächst als kommissarischer Leiter der Innsbrucker Gynäkologie, abgelöst dann durch Tassilo Antoine. Daneben wurden auch an anderen Krankenhäusern diese Eingriffe durchgeführt. Im Fokus meiner Forschungen standen aufgrund der Themensetzung natürlich die Innsbrucker Unikliniken. Und das ist eben ein ganz interessanter Punkt, weil Burkhard Breitner ein Schreiben an den Reichsstatthalter von Tirol und Vorarlberg gerichtet hat, in dem er darauf hingewiesen hat, dass häufig Betroffene ohne ausreichende Ausweisdokumente oder Nachweise über ihre Identität und den angeordneten Eingriff in der Klinik erscheinen würden und dass sie deshalb abgewiesen wurden. Und hervorzuheben ist auch, dass die Klinik einen guten Teil ihrer Betten an das Reservelazarett abtreten musste und dadurch ohnehin im Klinikalltag bereits eingeschränkt war. Das heißt, Breitner urgierte in diesem Schreiben eigentlich die Betroffenen vorrangig in andere Kliniken, die nicht als Reservelazarett auch noch eine andere tatsächlich sehr reale Kriegsbelastung zu bewältigen hatten, einzuweisen. Er selbst hat nach aktuellem Forschungsstand, wie bereits auch häufiger berichtet wurde, eben keine Zwangseingriffe durchgeführt. Es waren seine Assistenzärzte, wie auch aus den sogenannten ärztlichen Berichten, die diese zu unterzeichnen hatten bzw. auszufüllen hatten, hervorgeht. Ein ärztlicher Bericht war ein Formular, das eben im Zuge einer Zwangssterilisierung von den operierenden Ärzten auszufüllen und an die Gesundheitsämter zu retournieren war. Darin wurde festgehalten, wer zwangssterilisiert wurde. Eben der Erbgesundheitsgerichtsbeschluss vom Datum, die behauptete Krankheit, die Ursache, dann über den Krankheitsverlauf, die Operationsmethode und auch den Heilungs- und Genesungsverlauf bis hin zur Entlassung. Also Sie sehen hier ein Exemplar von der chirurgischen Klinik. An der Innsbrucker Universitätsklinik, also chirurgische und gynäkologische Klinik gemeinsam, wurden nach aktuellem Forschungsstand 108 Zwangseingriffe durchgeführt. 40 davon entfallen auf die Chirurgie, 68 auf die Gynäkologie und im gesamten Gau, Tirol, Vorarlberg sind es nach neuesten Forschungsstand 345 Zwangseingriffe. Die Zahl ist aber tatsächlich höher anzusetzen, da in vielen Fällen
die letzte Bestätigung über eine durchgeführte Operation fehlt. In vielen Fällen ist auch dokumentiert, dass sie letztlich, obwohl angeordnet in einem Erbgesundheitsgerichtsverfahren, nicht stattgefunden hat. In vielen Fällen fehlen aber einfach die Informationen über die konkrete Durchführung. Das heißt, 345 sind die gesicherten Mindestzahlen für Tirol Vorarlberg. Bei Männern konnten die Eingriffe auch ambulant durchgeführt werden. Bei Frauen natürlich stets in einem stationären Krankenhausaufenthalt. Etwas anderes war die Kastration, bei der eben die Entfernung der Hoden durchgeführt wurde, weil es ja da nicht darum ging, eine Familiengründung bzw. die Fortpflanzung zu verhindern, sondern dadurch sollte jegliche Möglichkeit, gleichgeschlechtliche Sexualität auszuleben, unterbunden werden. Wie gesagt, ist die Dokumentation leider sehr mager. Für Tirol Vorarlberg sind nur wenige dieser Eingriffe vorhanden und es sind hauptsächlich auch Zufallsaktenfunde. Damit einer Verurteilung aufgrund von Unzucht wider die Natur, wie der zeitgenössische Strafgesetz Ausdruck war, auch die Aberkennung eines akademischen Titels verbunden war, wie übrigens mit jeder strafrechtlichen Verurteilung. Also das habe ich hier jetzt falsch oder irreführend eingeleitet. Nichtsdestotrotz auch in diesem Fall, und hier hat das jeweilige Gericht dann die Universität eben über eine Verurteilung informiert und es kam zu einer Titelaberkennung und so konnte ich zum Beispiel einen Fall finden, der bereits im Frühjahr 1940 stattgefunden hat, der in keinem anderen Aktenbestand dokumentiert ist. Es gibt auch keine Gerichtsakten, die sich auf diesen Fall beziehen würden und weiter darüber Aufschluss geben könnten. Es gibt lediglich die Dokumentation im Archiv der Universität Innsbruck, die eine Abschrift des Urteils enthält, wo eben auf die mittlerweile durchgeführte, also vermutlich im März 1940 durchgeführte sogenannte freiwillige Entmannung eingeht und diese eben auch als Strafmilderungsgrund nennt. Verantwortung und Handlungsspielräume ist generell natürlich ein großes und ein wichtiges Thema. Juristische Verantwortung ist aber eins davon und das betrifft eben jene Personen, die in juristischer Hinsicht auch durch die ausgesprochene Ermächtigung durchs Reichsministerium des Innern für Zwangseingriffe eben ermächtigt waren. Auf der anderen Seite betrifft es aber auch jene Personen, die diese Eingriffe ausgeführt haben. Und es gibt da ganz viele Komponenten, die mit einzubeziehen sind. Es sind Kooperationen, die zu bedenken sind, die genutzt wurden. Und es ist auch zu schauen, wo wurden Kooperationen möglicherweise verweigert, wo wurde in irgendeiner Form versucht, sich einer Anordnung zu entziehen. Und was waren die möglichen Konsequenzen? Natürlich wurden in der Nachkriegszeit im Rahmen von den sogenannten Entnazifizierungsverfahren die Angst vor Konsequenzen sehr intensiv dargestellt. Es ist aber auch nicht zu vergessen, dass diese Angst natürlich real vorhanden gewesen sein kann und in vielen Fällen sicher auch war. Einen wichtigen Punkt, den ich eingangs angesprochen habe, finde ich aber auch, auf die Handlungsspielräume von den Betroffenen einzugehen, sie nicht als passive Opfer zu sehen, sondern zu schauen, wie haben sie sich verhalten, welche Möglichkeiten haben sie genutzt, welche Wege haben sie versucht zu gehen, wie haben sie versucht, sich den Eingriffen zu entziehen und wie haben sie argumentiert. Und das war eben sehr vielfältig, also von der eindeutigen Leugnung einer Erbkrankheit bis zur Hinzuziehung einer Rechtsvertretung, was allerdings die Ausnahme war, findet sich hier sehr vieles und die individuellen Personen hinter diesen Eingriffen zu sehen, also finde ich in diesem Kontext auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Insbesondere, wenn man sich mit dem Umgang der Betroffenen nach 1945 beschäftigt.
Die Betroffenen wurden, wie ich eingangs angesprochen habe, ins Opferfürsorgegesetz erst im Jahr 2005 integriert, 10 Jahre zuvor bereits als Opfer durch den Nationalfonds anerkannt. Aber das ist natürlich eine sehr lange Zeit und viele der Betroffenen haben das auch einfach nicht mehr erleben können. Einerseits, weil sie aufgrund ihres Geburtsjahrganges aus Altersgründen verstorben waren. Andererseits haben viele auch in den Folgen dieser Operationen zu leiden gehabt, und zwar an körperlichen wie an psychischen Folgen. Das waren Eingriffe, die eher massiv waren für das Leben der Betroffenen. Und was ich auch heute häufig so technisch ausgedrückt habe, wenn ich von Verhinderung der Fortpflanzung, Unterbindung und so weiter der Fortpflanzung gesprochen habe, bedeutet ja in Wahrheit nur, dass es darum ging, dass Menschen ihre Lebensgestaltung nicht selber wählen konnten und der Staat für sie entschieden hat, wer eine Familie gründen darf und wer das nicht darf. Und das ist etwas, was ein Leben sehr beeinflussen kann. Es gibt sehr wenig Selbstzeugnisse von Betroffenen, was natürlich auch mit einer Fortschreibung der Stigmatisierung zusammenhängt, also die einerseits gesellschaftlich erfolgt ist, andererseits aber auch sehr mit Scham verbunden ist. Also man wurde im Rahmen dieser Erbgesundheitsgerichtsverhandlungen als erbkrank bezeichnet. Es wurde behördlich auch so festgeschrieben und man galt nach 1945 nicht als NS-verfolgte Person. Das ist natürlich auch für die Selbstwahrnehmung von großer Bedeutung und auch entscheidend dafür, wer entscheidet sich wie und wann über bestimmte Themen zu sprechen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, also Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einer Erbgesundheitsgerichtsverhandlungen, in der es tatsächlich um eine freiwillige Entmahnung gegangen ist, obwohl diese gesetzlich gar nicht vor dem Erbgesundheitsgericht verhandelt werden mussten. Da ist es eben auch wichtig im Kopf zu behalten, dass Homosexualität als sogenannte Unzucht wider die Natur bis Anfang der 1970er Jahre ein Straftatbestand war. Das bedeutet, dass über die Verfolgung homosexueller Männer primär im Nationalsozialismus auch sehr, sehr wenig Ego-Dokumente vorhanden sind. Und insbesondere, wenn es zum Thema Kastrationen kommt, gibt es so gut wie gar nichts. Und das sind auch Sichtweisen, die sich nicht unbedingt verändert haben. Auch ganz generell der Blick auf Personen, die im Fokus des Gesetzes standen, die also als erbkrank gegolten haben, das hat sich natürlich lange gehalten, auch wenn es keine gesetzliche Basis für Zwangseingriffe mehr gegeben hat, bedeutet das nicht, dass sich der Blick auf die im Fokus stehenden Personengruppen über Nacht geändert hätte. Demgegenüber, also dem Umgang mit den Betroffenen, steht die Ehrung von Verantwortlichen. Juristische Verfolgungen gab es in diesem Kontext nicht. Vielmehr konnten die beteiligten Mediziner und auch Juristen einfach ihre Karrieren in der Regel nach 1945 fortsetzen. Mit einem wichtigen Punkt, also mit einem wichtigen Einschnitt, hatten sie sich generell in der NSDAP betätigt und sich einem Entnazifizierungsverfahren zu stellen. Dann war das mitunter ein Einschnitt in ihren Karrieren. Die Beteiligung an Zwangssterilisationen selber war jedoch im Zuge dessen kein Thema. Was ich als Ehrung von Verantwortlichen bezeichnet habe und was ja auch für uns in dieser Ringvorlesung ein ganz wichtiges Thema ist, ist die Art der Ehrung. Wie geht man damit um? Wie geht man mit Ehrungszeichen damit um, wenn sich auch neuere Forschungen kritisch mit Personen, auch Institutionen und Vorgängen auseinandersetzen? Und Sie sehen hier eben die ja wohl bereits bekannte Büste von Burkhard Breitner einfach als Symbolbild. Und damit bin ich auch schon am Ende und hoffe, wir können noch ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Vielen Dank.
Ja, ich darf mich wieder einklinken, weil ich hätte vorab eine Frage, die mich interessiert. Wo war denn in Innsbruck für den Gaudi Rolf Radlberg das Erbgesundheitsgericht örtlich angesiedelt und hierarchisch innerhalb der, also auf bezirksgerichtlicher Ebene oder auf landesgerichtlicher Ebene oder oberlandesgerichtlicher? Also im vielleicht ist Ihnen das Gebäude des heutigen Tiroler Landesarchivs bekannt, wo ja auch andere Ämter noch untergebracht sind. Und dort hat auch das Erbgesundheitsgericht getagt, im ersten Stock, soweit es mir bekannt ist, in der Geismeierstraße 1 in Innsbruck. Das war Amtsgerichtsebene, also das ist die niederere Ebene. Und das Landesgericht hat dann das Erbgesundheitsgericht, das Oberlandesgericht hat das Erbgesundheitsobergericht beherbergt. Und das war ein Dreier-Senat sozusagen aus drei beruflichen Richtern, die das beurteilt haben. Gibt es dazu, wenn ich da noch nachhaken darf, gibt es dazu eine Schätzung oder eine Einschätzung von dir, ob sich die Richter an die Gutachten gehalten haben, weil schlussendlich ist der Gutachter nur ein Berater, während die, oder haben die Gutachten übernommen oder haben die eigengeurteilt? Also im Prinzip so, es gab den Richter als Vorsitzenden und seine zwei ärztlichen Beisitzer. Jetzt ist es so, dass die ärztlichen Beisitzer, einer davon hatte einen Amtsarzt zu sein. Mhm. Es gab in jedem Fall auch Stellvertreter, die also nominiert waren, die feststanden durch den Kriegsverlauf und was auch sonst so passieren kann, also wie der Innsbrucker Stadtarzt hatte zum Beispiel einen Herzinfarkt und musste deshalb dann ersetzt werden. Also es gab da schon eine Fluktuation. Aber Amtsärzte haben ja häufig selber Anträge auf Zwangssterilisationen gestellt. Und die durften dann natürlich nicht als Beisitzer in den jeweiligen Erbgesundheitsgerichtsverhandlungen sein. Deshalb war es auch so wichtig, genügend Stellvertreter zur Seite zu haben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, deshalb wollte ich das noch vorschicken. In vielen Fällen wurden tatsächlich gar keine Gutachten eingeholt. Also da haben die zusammengetragenen Dokumentationen ausgereicht. Das in Fällen, wo zum Beispiel durch Schulbesuche, durch Klinikaufenthalte, durch unterschiedliche medizinische oder behördliche Dokumentationen ein Krankheitsverlauf konstruiert war, dokumentiert war. Er musste in diesem Fall gar nicht mit ihm konstruiert werden. Mhm. Oder wo zum Beispiel auch andere Familienangehörige etwas berichtet haben über den Betroffenen oder die Betroffene, das in dieses Bild hineingepasst hat, dann wurden tatsächlich gar keine Gutachten in Auftrag gegeben. Und dann wurde auf Aktenbasis und bei der Verhandlung durch den Gesprächsverlauf entschieden. In dieser Verhandlung, im Gesprächsverlauf konnten auch zum Beispiel Rechenaufgaben gestellt werden. Je nachdem, wie eben der Vorwurf, und ich glaube, man muss es wirklich auch Vorwurf nennen, der Erbkrankheit lautete, dementsprechend wurde dann gefragt oder mit der Person umgegangen. Und lediglich in den Fällen, wo der oder die Betroffene sich also gut geschlagen hat, wenn man es so ausdrücken kann, wurde ein Entscheidungsgutachten eingeholt. Und in der Regel hat das Erbgesundheitsgericht auf das Gutachten verlassen. Ich habe einen Fall im Kopf, den möchte ich vielleicht gern kurz darlegen, wo der Innsbrucker Erb- und Rassenbiologe Friedrich Stumpfel als Gutachter herangezogen wurde. Und der eben 1939 das neu gegründete Institut für Erb- und Rassenbiologie an der Universität Innsbruck als Leiter übernommen hat. Und er hat, es ging da um eine junge Frau, die als Lehrerin tätig war und der Schizophrenie attestiert worden war und die eben bestritten hat, also dass sie jetzt irgendwie daran leiden würde. Und er hat aber daran festgehalten und hat so argumentiert, dass aufgrund ihres ansehnlichen Äußerens, also das besonders gefährlich ist, weil sie natürlich, weil es für sie eine Leichtigkeit wäre, zum Beispiel Sexualpartner zu finden und auch sogenannte erbgesunde Sexualpartner, und dass da eben wichtig wäre, die Fortpflanzungsmöglichkeit zu nehmen. Und das ist ein Fall, wo nicht
nach dem Gutachten entschieden wurde, sondern Stumpfels Gutachten wurde zwar zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, es wurde aber eben in der Berufung dann die Zwangssterilisierung abgelehnt, also der erstinstanzliche Beschluss auch aufgehoben. Aber diese Frau hatte, soweit ich es im Kopf habe, auch eine Rechtsvertretung. Das bedeutet, da war schon mal ein anderer Hintergrund, eine andere Handlungsmöglichkeit von ihrer Seite auch vorhanden und sicher auch ein anderer Blick auf sie als Betroffene, als auf die Frauen, also um das jetzt einfach hin als Frau zu vergleichen, die eben aus den unteren Schichten gekommen sind. Ja, spannend, sehr interessant. Eine letzte Frage, die mich jetzt noch, ich will da jetzt anderen nicht das Forum nehmen und bitte gerne auch rundum um Zurufe, wenn noch Fragen sind, bitte. Du hast von 365 oder 368 dokumentierten Fällen gesprochen. Du weißt, was jetzt kommt, das ist eine spekulative Frage, das ist auch ganz klar. Aber kannst du uns irgendwie noch ein bisschen darlegen, was du rein empirisch, also nur aus ohne wissenschaftlichen Hintergrund, glaubst du, dass das der Großteil oder fast alle Fälle sind oder ist das nur ein Teil? Wir hoffen kein Bruchteil, das glaube ich nicht, aber wie schätzt du das ein? Weil das ist ja eigentlich eine sehr hohe Zahl. Ja, einfach darf ich dich da noch eine kurze Einordnung bitten. Genau, gerne. Also der Historiker Stefan Lechner, der sich ja schon sehr früh, also ich glaube Ende der 90er mit dem Thema Zwangssterilisierungen in Tirol und Vorarlberg beschäftigt hat, schätzt die Gesamtzahl auf ungefähr 400. Und ich würde es ein bisschen höher ansetzen, also aber jetzt nicht, ich würde auch eben nicht sagen, dass es nur ein Bruchteil ist. Also ich würde sagen, bis 500 könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil eben das Problem die Aktenüberlieferung ist. Für die ersten zwei, also bis 1942 haben sich Statistiken erhalten, die Aufschluss darüber geben, wie viele Zwangssterilisierungen durchgeführt wurden in den einzelnen Landkreisen. Danach waren aber solche Statistiken nicht mehr, also die mussten nicht mehr erstellt werden von den Behörden, von den Landräten, bei denen die Gesundheitsämter angesiedelt waren. Das heißt, danach beginnt die eigentliche Rekonstruktionsarbeit, weil da geht es dann darum, was kann man aus den Verfahrenszahlen rekonstruieren. Und aus den Verfahrenszahlen, es sind ja eben auch nicht mehr alle Erbgesundheitsgerichtsverfahrensakten erhalten. Aus den Verfahrenszahlen lassen sich um die 470 Verfahren rekonstruieren, wobei natürlich auch unklar ist, wie hoch die Zahl ist, weil nicht in jedem Fall das letzte Verfahren des Jahres erhalten ist mit einer Aktenzahl. Das bedeutet, auch das ist nur die Mindestzahl. Aber ja, also man sieht eben schon die Problematik und um kurz darauf zurückzukommen mit diesen Statistiken, die nachher nicht mehr zu verfassen waren, es waren auch keine Meldungen mehr von den Gesundheitsämtern durchzuführen über, also an den Reichsstatthalter über durchgeführte Zwangssterilisationen. Das Gesundheitsamt Bregenz oder Feldkirch, eins von beiden, hat die durchgeführten Zwangseingriffe regelmäßig gemeldet an den Reichsstatthalter. Es ist aber das Einzige. Aber ich meine, dadurch ist natürlich eine gewisse solide Dokumentation da. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Akten des Landrats von Bludenz, wo eben das dortige Gesundheitsamt angesiedelt war, nicht vorhanden sind. Das heißt, es gibt Bregenz und Feldkirch, die sehr viel Aufschluss geben. Es fehlt aber sehr viel Info zum Landkreis Bludenz. Und das illustriert, glaube ich, also diese Problematik auch als die Einschätzung angeht. Danke. Wir haben ja die Büste Burkhard Breitners, zumindest auf meinem Bildschirm, unter uns. Es ist eine Frage noch aus dem hoffentlich zahlreichen Auditorium gekommen. Können Sie die Rolle Breitners bei den Zwangssterilisationen etwas weiter ausführen und einordnen? Dirk Rupnow hatte in der ersten Einheit ja erwähnt, dass Breitner selbst keine Eingriffe durchgeführt hatte. Wie ist seine Involvierung zu bewerten? Genau. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber ich bemühe mich, das so
umfassend und klar wie möglich in Kürze darzulegen. Es ist so, dass diese Ermächtigungen für Chirurgen zur Durchführung von Zwangssterilisationen automatisch ausgesprochen wurden. Das bedeutet, Mediziner, die dazu ermächtigt wurden, haben sich nicht darum beworben. Nichtsdestotrotz war es ihre Aufgabe, der sie auch entsprachen und zu entsprechen hatten. Breitner hat sie eben als Klinikvorstand entweder delegiert oder es war selbstverständlich, dass seine Assistenzärzte diese Eingriffe durchgeführt haben. Das ist schon ein Punkt, wo die Unklarheit beginnt. Ja, es ist unklar, warum seine Assistenten die Eingriffe durchgeführt haben und nicht er, weil dazu keine Dokumentation vorhanden ist. Es ist anzunehmen, dass es einfach selbstverständlich war, dass er als Klinikvorstand andere Tätigkeiten zu verrichten hatte, als jetzt die Zwangssterilisierungen durchzuführen, zumal er auch verlässliche Ärzte unter sich natürlich hatte. Die Ärzte, die diese Eingriffe durchgeführt haben, haben ihn teilweise auch während seiner Abwesenheiten vertreten. Also er war zum Beispiel als Kriegschirurg für die Wehrmacht tätig. Das ist ein Tätigkeitsfeld, das bisher total unbearbeitet ist, was jetzt Breitner auch angeht. Zu den Kriegschirurgen gibt es recht wenige Infos. Es gibt eine Dissertation, die sich generell mit diesem Thema beschäftigt. Und es gibt jetzt eine kürzlich fertiggestellte Dissertation von einer Kollegin aus, ich glaube aus Salzburg, die sich auch noch mit diesem Thema beschäftigt und wodurch hoffentlich auch weitere Erkenntnisse über diese sehr, sehr spannenden Tätigkeiten von Ärzten Aufschluss gewonnen werden kann. Also es betraf nicht nur Chirurgen, es gab zum Beispiel auch Internisten, die für die Wehrmacht eben tätig waren und bekannt ist, dass da Inspektionsreisen durchgeführt wurden und auch die Feldchirurgen sozusagen beraten werden sollte, dass da unterstützt und geprüft werden sollte, also geprüft im Sinn von, ob alles passt, ob es Optimierungsbedarf gibt und so weiter. Jetzt war eben, also ich habe das jetzt so ausführlich angesprochen, weil Breitner in vielerlei Hinsicht sehr aktiv war. Und dass alles auch einberechnet werden muss in diese Tatsache, dass er selbst keine Eingriffe durchgeführt hat. Ob es andere Gründe gegeben hat, das ist etwas, was durch den jetzigen Forschungsstand einfach leider nicht beantwortet werden kann. Deshalb tue ich mir da auch ein bisschen schwer, natürlich da eine dezidierte, konkrete Aussage zu treffen, da das einfach Spekulation wäre. Also in jeder Seite. So. Darf ich da gleich eine weitere eingetrudelte Frage dranhängen. Die Frage lautet nämlich, was passierte, wenn Ärzte sich weigerten, derartige Eingriffe durchzuführen? Also die Sache ist so, von ermächtigten Ärzten ist mir tatsächlich keine Weigerung bekannt. Deshalb kann ich das nicht bis ins Detail erläutern. Ich habe schon mit dieser Frage gerechnet, muss ich sagen, und habe nochmal nachgesehen. Also es gibt einen Arzt am Krankenhaus Kufstein, der die Vertretung übernommen hatte von jenem Arzt, der dort dazu ermächtigt war, während dieser im Krankenstand oder also einfach abwesend war. Und dieser Arzt hat sich geweigert, Schwangerschaftsabbrüche und Zwangssterilisierungen durchzuführen und hat auch geltend gemacht, dass er keine Übung darin hat, dass es so lange dauert und dergleichen. Und er ist dann gerügt worden, das wurde nicht besonders gut aufgenommen, es wurde ihm aufgetragen, dass er diese Eingriffe durchführen soll. Es gab aber keine Konsequenzen. Jetzt ist es natürlich kein aussagekräftiges Beispiel, da dieser Arzt eben, wie gesagt, die Vertretung übernommen hatte und das natürlich zeitlich begrenzt war. Das heißt, wir wissen auch nicht, was hier der konkrete Hintergrund war. Hat er sich in seinem eigenen Klinikalltagablauf einfach dadurch zusätzlich belastet gefühlt oder war es eine moralische Ablehnung? Unabhängig davon scheint es so, dass er einfach für die Zeit, diese begrenzte Zeit, die er die Vertretung übernommen hatte, dass durch diese auch Korrespondenz, die er weitergegangen ist, quasi aussitzen konnte und dann keinen Eingriff durchführen musste. Das ist aber auch das Problem mit den Dokumentationen, was die anderen Krankenhäuser in Tirol betrifft. Also es sind kaum Informationen über durchgeführte Eingriffe vorhanden, abgesehen vom Krankenhaus Hall. Und deshalb ist das leider das Einzige, was ich wirklich konkret dazu sagen kann. Also Missfallen von den Behörden, aber keine Konsequenzen. Also ich habe, glaube ich, erwähnt,
dass Breitner eben auch darum gebeten hat, dass möglichst Patienten an andere Krankenhäuser gewiesen werden, da eben die chirurgische Klinik auch als Reservelazarett sehr belastet ist und diese zusätzlichen Betten also für den normalen Klinikalltag eigentlich braucht und nicht unbedingt entbehren kann. Ist auch was, wo dem vorangegangen war eine Rüge oder eine Nachfrage, ob es stimmt oder dass eben Beschwerden eingelangt sind, dass die Chirurgie Innsbruck immer wieder Betroffene, also die sich zu einer Zwangssterilisierung einfinden, abweist. In der Antwort hat eben Breitner geschrieben, ja, die kommen aber ohne Papiere und einmal hätten wir fast den Falschen operiert, nämlich den Bruder eines Betroffenen, der eigentlich dazu vorgesehen war. Und deshalb weisen wir die halt ab. Natürlich haben die Behörden das, also Reichsstatthalterei, Gesundheitsämter, überhaupt nicht gerne gesehen, weil sie selbst der Meinung waren, das ist ein total delikates Thema, ja, wenn die Leute da öfters irgendwie auch diese Anreise auf sich nehmen müssen, gerade wenn sie von außerhalb kommen. Das macht keinen guten Eindruck, das fördert die Akzeptanz dieser Maßnahmen in der Bevölkerung nicht. Und ich bin jetzt wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber ich hoffe, ich habe ein bisschen erläutern können, weshalb eine konkrete Aussage hier für mich zumindest nicht möglich ist, leider. Gut, aber auch die Problematik ist ja trotzdem damit sehr schön eingekreist. Es sind jetzt noch zwei Fragen, die offen sind. Bei der ersten hast du es auf jeden Fall schon einmal im Vortrag dargestellt, aber ich glaube, vielleicht muss man es noch mal ganz kurz darlegen. Bei den Anträgen ans Erbgesundheitsgericht, da gab es eigentlich Rekursanträge? Und wenn ja, wie wurde mit denen beim Erbgesundheitsgericht umgegangen? Also die Rechtsmittelfrage. Mhm. Also ja, es gab Rekursanträge und zwar gar nicht so selten. Rekurse waren gesetzlich erlaubt, also bis 1944. 1944 wurden dann als Kriegsfolge die Erbgesundheitsobergerichte aufgelöst. Das heißt, die Rechtsprechung der Erbgesundheitsgerichte war dann einfach nicht mehr zu bekämpfen, nicht mehr dagegen zu berufen, nicht mehr anzuzweifeln. Davor war es so, dass Rekurse zur Kenntnis genommen wurden und natürlich also formal rechtlich behandelt wurden. In der Regel war die Aussicht nicht so gut, dass einem Rekurs stattgegeben wurde. Es ist aber vorgekommen. Man musste das aber natürlich wirklich gut argumentieren können. Und wie generell, also das betrifft nicht nur die Erbgesundheitsgerichtsverfahren, aber generell natürlich juristische Abläufe, war die Einhaltung der Fristen absolut wichtig. Und das geht so weit, dass zum Beispiel ein Patient der Heil- und Pflegeanstalt Hall einen Rekursantrag, also einen Rekurs eingereicht hat, Berufung eingelegt hat, schriftlich innerhalb der Frist, dass der Brief von seinen Betreuenden in der Anstalt allerdings erst nach Ablauf der Rekursfrist aufgegeben wurde und deshalb zu spät auch eingelangt ist beim Erbgesundheitsobergericht. Das bedeutet, das hat den Betroffenen nicht geholfen. Das Datum hat gegolten, obwohl es nicht in seiner Hand gelegen ist und er eigentlich den Rekurs rechtzeitig eingeleitet und eingelegt hat. In anderen Fällen hat eine ganze Familie versucht, einen Betroffenen beim Rekurs zu unterstützen und hat auch versucht, zunächst die Verhandlung auf einen Termin zu legen, wo ein Bruder, der aktuell Wehrdienst geleistet hat, dann auch der Verhandlung beiwohnen hätte können, was dann abgelehnt worden ist. Also wo man gemerkt hat, die Behörden haben natürlich kein Interesse daran, den Betroffenen irgendwie das Ganze zu erleichtern, ihnen mehr Handlungsspielraum zu geben und so. Also es wurde durchaus versucht. Und hier wurde dann auch Rekurs eingelegt und der wurde dann abgelehnt mit dem Hinweis, dass der Bruder gar nicht berechtigt ist, diese Berufung einzulegen, weil er nicht der Betroffene ist, sondern nur der Bruder. Und nachdem aber die Familie da schon wirklich sehr dahinter war und sich wirklich sehr bemüht hat, wurde dann letztlich argumentiert, außerdem wurde diese Berufung einen Tag zu spät irgendwie eingebracht und deshalb ist es hinfällig, dass es sowieso nicht zugelassen ist. Also das ist auch ein ganz spannendes Thema. Also die Schrecklichkeit, dass man entweder keinen Einfluss drauf hat oder
der Fristenlauf über diese doch kapitale Lebensänderung entscheidet. Wir haben noch dazu, Entschuldigung, ich würde nämlich da noch gern was anfügen, was nämlich da sehr gut reinpasst, nämlich dass auch innerbehördlich, also insbesondere Gesundheitsämter, diskutiert wurde, wenn zum Beispiel jemand, der für eine Zwangssterilisierung gemeldet war, von vornherein versuchte, dagegen zu argumentieren, also schriftlich auch, ja, dass teilweise argumentiert wurde, dass oder darüber gesprochen wurde, dass die Person sich so gut ausdrücken kann, dass die Person Hilfe haben muss bei der Abfassung von diesen Briefen. Und das ist nichts, was den Betroffenen verboten war. Nichtsdestotrotz wurde es so dargestellt oder so gesehen, als stünde ihnen das nicht zu, sich Unterstützung zu holen, als hätten sie kein Recht darauf, sich mit Leuten zu beraten, die vielleicht ein bisschen wortgewandter waren oder Erfahrung hatten mit im Umgang mit Behörden. Also da merkt man auch schon, wie die Hierarchie funktioniert hat, wie der Blick auf diese Personengruppe, die hier im Fokus gestanden ist, ausgesehen hat. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Frage. Die irgendwie sich, du hast wunderbar selber auf die nächste Frage irgendwie übergeleitet. Wenn so ein Eingriff passiert ist, ist er irreversibel, ist ein furchtbarer Eingriff in ein selbstbestimmtes Leben. Und die Frage ist, gab es Entschädigungen oder Entschädigungsforderungen für die Überlebenden nach dem Krieg? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also vereinzelt haben Betroffene tatsächlich versucht, auch Entschädigungszahlungen zu erhalten, in der Regel aber nicht erfolgreich. Also so ähnlich, wie ich das mit den Entnazifizierungsverfahren beschrieben habe, für die involvierte Personengruppe, die an den Eingriffen beteiligt war. Also gab es eine generelle Entnazifizierung, dann waren sie natürlich mit Folgen konfrontiert. So kann man sich das auch auf der anderen Seite vorstellen. Gab es zum Beispiel politische Verfolgung oder rassistische Verfolgung gleichzeitig, dann hat das Ganze anders ausgesehen. Also dann wurden Betroffene natürlich als Opfer anerkannt. Gab es das nicht? Allerdings nicht. Insbesondere, wenn es um den sogenannten angeborenen Schwachsinn gegangen ist, wo ja häufig auch dann Internierungen verbunden waren. Das war dieser Komplex der sogenannten Asozialität, der hat sehr weitergewirkt. Also wurden Personen aufgrund dessen in strafrechtlicher Hinsicht irgendwie behandelt, unter Anführungszeichen, also rückten in den behördlichen Fokus, dann galten sie in der Regel auch nicht als Opfer des Nationalsozialismus, auch was kriminelles oder kriminalisiertes Verhalten angeht. Personen, die dessen beschuldigt oder verurteilt waren, galten nicht als Opfer des Nationalsozialismus, auch wenn es ganz eng natürlich mit der Rechtsprechung des NS-Staates zusammengehängt ist. Und so war es auch da. Also Opferfürsorgeleistungen für Betroffene gab es in der Regel eben so gut wie nicht. Die Anerkennung als NS-Opfer ist dann eben sehr spät erfolgt, also gesetzlich im Opferfürsorgegesetz eben erst 2005. Und das war halt zu einem Zeitpunkt, wo viele einfach schon verstorben waren. Aber da konnten natürlich Betroffene, sofern sie das wollten und noch lebten, dann um eine sogenannte Entschädigungszahlung ansuchen. Danke, sehr spannend, sehr interessant. Die letzte Frage könnte nicht besser als Abschlussfrage kommen. Und möchte mich schon im Vorhinein bei dir für deine wirklich hochkompetenten und spannenden Ausführungen bedanken. Wirklich sehr interessant, wobei ich schon anführen muss, dass der Hinweis, ein Zufallsfund in den Akten des Stadtarchivs, halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Da ist jeder Zettel, liegt Kante an Kante geordnet aufeinander. Da kann es keinen Zufallsfund geben. Aber zurück zu was Wichtigem, nämlich zu
der Abschlussfrage der heutigen Runde. Wie sehr ist die Klinik heute um wissenschaftliche Aufarbeitung der Ära Breitners, unter Anführungszeichen, bemüht? Vielleicht kann man dazu sagen, wirklich bemüht. Ja, das ist eine sehr spannende und auch sehr relevante Frage. Ich meine, auch das ist, hat natürlich viele Ecken und Enden, aber ich finde tatsächlich, dass diese Lehrveranstaltung bzw. diese Ringvorlesung in einer Kooperation auch mit der Medizinischen Universität Innsbruck zustande gekommen ist, zeigt schon, dass durchaus Interesse auch da ist und dass man sich auch, dass sich die Klinik bewusst ist, dass es ein Teil ihrer Geschichte ist, mit dem es umzugehen gilt. Und das ist ja auch, das ist wirklich ein sehr guter Abschluss auch. Also vielen Dank für die spannende Frage. Das ist ja auch mit ein Grund für diese Lehrveranstaltung zu schauen, also Ringvorlesung zu schauen, wie kann man, wie wollen die beteiligten Institutionen und Stellen auch mit dieser Erinnerung umgehen. Und eben, wir sehen hier noch die Büste hier unten. Und das ist ein ganz gutes Zeichen. Also auch da, ich denke, dass mittlerweile an der Medizinischen Universität Innsbruck durchaus ein Bewusstsein für ihre Geschichte vorhanden ist, die ja auch lange Zeit eine gemeinsame Geschichte mit der Universität Innsbruck gewesen ist. Also bis zur Etablierung der Medizinischen Universitäten 2004 war die Medizinische Uni als Medizinische Fakultät ein Teil der Universität Innsbruck und somit wirklich in einer langen Tradition und Geschichte bis in die jüngste Vergangenheit noch verbunden. Und ich denke, deshalb ist auch die Integration der Medizingeschichte in die zeithistorische Forschung, die sich mit Unigeschichte beschäftigt, eigentlich auch selbstverständlich. Ja, danke. Ich glaube, das ist ein Abschluss, zu dem man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen kann, soll, will. Und ich für meine Person bedanke mich bei dir für deine hochinteressanten Ausführungen, bei den ZuhörerInnen für das Interesse und die schönen zahlreichen Fragen. Und weiß jetzt auswendig nicht, im Gegensatz zum Dirk, was die nächste Woche bringt, aber das ist ja in den entsprechenden Foren nachzulesen. Ich sage mal danke und wünsche einen schönen Abend. Ich möchte mich auch verabschieden. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Und ich kann das noch ergänzen. Nächste Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Feiertag. Das bedeutet, die nächste Einheit ist tatsächlich erst am 9. November, so. Und da wird uns Gabriele Czernowski, die Medizinhistorikerin, die sich sehr lange schon mit Zwangssterilisationen an den österreichischen Frauenkliniken beschäftigt hat, eben zu diesem Thema in ganz Österreich einen sehr, sehr spannenden Vortrag präsentieren. Und ich glaube, wir können uns alle schon darauf freuen. Gut. Danke. Danke.